Das ist unser Zuhause. Und wir gehen jetzt auf den Merit. Und zwar ist es der Samstag-Merit. Der Merit, der etwas grösser ist. Jetzt war er lange Zeit nicht stattgefunden. Wegen Covid-Restriktionen etc. Und jetzt ist es so ziemlich das erste Mal, wo er wieder stattfindet, weil im November ja erst gewisse Einschränkungen sind gelockert worden. Das heisst, es ist jetzt das erste oder das zweite Mal, wo der Merit überhaupt stattfindet. Wieder. Und wir gehen schauen. Wir haben ihn noch nie so richtig schön das zweite können geniessen. Wir nehmen an, dass er auch noch nicht in voller Blüte ist, also dass auch noch nicht alle Stängel sind etc. Aber wir gehen mal schauen. Für einen, so einen ersten Eindruck klingt das. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mitkommen. Habt ihr noch einen kleinen Eindruck von unserem Quartier, da, wo wir wohnen. Das ganz vorne, das vorderste, dort ist die Hauptstrasse. Wir wohnen in einer Querstrasse von der Hauptstrasse. Also wir gehören nicht von der Hauptstrasse. Aber doch ab und zu fahren das Auto hinterher. Übrigens, so freilaufende Hunde und Katzen und was auch immer, das ist absolut normal. Das ist typisch Thailand. Die gehören wahrscheinlich irgendjemandem dazu oder auch nicht. Es gibt auch viele Wilde. Aber die sind lieb, die sind nicht aggressiv. Da. Dort ganz vorne, wo man so die blauen Vorzelte sieht, dort ist der normale Markt. Das heisst, das ist ein bisschen eine Markthalle, die an und für sich jeden Tag offen hat. Aber der Samstagmarkt ist das, was außerhalb dieser Markthalle stattfindet, die zusätzlichen Stängen, die auch nicht beschränkt sind auf Esswaren, sondern alles so ein angeboten wird. Der Normalmerit, der jeden Tag ist, der hat hauptsächlich Esswaren. Nicht ausschließlich, du kannst auch alles von Ledergürtel oder was weiß ich nicht, was alles kaufen. Aber 90% sind Esswaren. Früchte vor allem, frische Sachen, Gemüse, Fisch, was ich dir gerade zu Tod schlage. Nachdem du ausgelesen hast, welcher du sollst. Genau. Genau. So, das ist übrigens der Briefkasten, den wir alle brauchen. Hier. Das ist der nächste von uns aus. So. Also, da vorne ganz geradeaus ist jetzt der Merit. Wir laufen am Merit vorbei. Und nach dem Merit ziehen wir den links haben. Oh, da ein bisschen Fischbrötchen. Das ist auch seine Nacht. Fisch, so eine Salzkruste. Sehr fein. Sehr fein. Ja. Ganz gut. Also. Schlecht. Schmeckt sehr fein. Ja, schmeckt super fein. Sie lieben so ganze Fische auf dem Grill zu machen. Ja. Aufpassen, dass wir da vom Grossi nicht verkarrt werden. Okay. Da ist zum Beispiel Fisch und so weiter. Das ist also der Normalmerit. Da die Blachen, das ist wegen der Sonne, dass das Zeug nicht so abschießt. Die haben Textilien drunter. Das sind viele Sachen, die mit der Anbetung zu tun haben, mit dem Buddhismus. Da haben wir aber auch Kleider und Blumen und so. Das ist der wirklich Merit-Teil hier mit den Gewürzen, mit Reis, mit Gemüse und Früchten, Eier und was auch immer. Das ist der normale Merit, genau. Hallo! Ja. Da einfach mal so ein als Blick, das ist eine typische Markthalle. Hier. Oh! Hey, wieder frische Mandarinli. Ja, Kokosnuss. Ah ja, genau. Gumpert er noch? Vorher hat er gumpert. Da bewegt er sich nicht mehr. Kamerascheuch. So.
da links, da wird ein bisschen Fleisch zubereiten. Genau. Ich probiere da noch ein bisschen weiter. Oh, falsche Richtung, so zoomen. So, dass wenn man drauf Platz hat. Ah, der mit dem Messer, genau. Kleider. Warum immer so viele Kinderkleider? Gut, sie haben ja viele verschiedene Kleider. Es sind einfach Kinderkleider, die buntesten sind. Darum sind sie ganz vor an die Strasse. Das lockt. Kommt ein bisschen an. Oh, die haben feine Desserts. Oh, die sind fein. Da haben wir schon manches ausprobiert. Mhm. Und das ist übrigens ein Laden, der nur Reis verkauft. Gibt's. Ist normal. Es gibt viele verschiedene Reissorten. Es ist ein Land, das viele verschiedene Reissorten hat. Also, das ist ein Losverkäufer hier rechts. Ah, Glücksspiel ist was? Okay. Ah. Da im Ei. Okay. Kaufen kann. Okay. Wenn wir nichts gesagt hätten, hätte sie uns auch nicht kontrolliert. Sie hat uns einfach kontrolliert, weil wir schon fast darum bettelt haben. Das ist alles so tief. Wenn wir dort drüber gehen, ist zum Glück jetzt nicht so viele Leute. Sonst hat es auch ein bisschen mehr Leute. Aber das ist auch okay. Ah, schau, sie sind auch noch nicht überall alles an. Noch nicht überall alles aufgestellt. Das ist gut. Mal schauen. Sie hat Wasser zum Trinken verkauft. Oh, die kleinen Dings. Das sind Kumquats. Ah, nein, ist das nicht. Das sind so die verdierten Dings. Genau, die verdierten. Oh, das sieht fein aus. Oh, Sushi. Ah, die feinen. Ach, das ist super. Die brötelten Poulet. Also Hühnchen müssen sie wirklich hier machen. Also hier fährt er an. Hier ist der Hauptstrasse. Und ab der Hauptstrasse fährt dann eigentlich der Merita. So, jetzt können wir von hier aus kehren. He? Okay, und jetzt geht es da hinten bis zum Tempel. Das ist so die typische Samstag-Merit-Strasse. Für den Samstag-Merit ist das abgestellt. Genau, da machen sie das Sonntag, den feinen Papayasalat mit der unreifen Papaya. Wieder ein Losverkäufer, eben Glücksspiel allgemein. Obwohl offiziell das Wetten verboten ist, aber am offiziellen Glücksspiel verdient ja die Regierung mit. Und darum ist das natürlich erlaubt. Ist ja klar. Die haben noch nicht auf Flöte verkauft, jetzt Nacht hier. Genau. Ja, es haben noch nicht ganz alle Läden auf. Aber das macht nichts. Für uns ist es noch ein bisschen gäbiger jetzt so. Es sind noch nicht ganz so viele Leute, wenn noch nicht alle Läden auf haben. Ist da noch nicht so gestunken, voll. Genau. In Zeiten von Covid willst du nicht unbedingt nehmen, her, wo alles gestunken, voll ist. Weil wir haben viel Fälle. Wir haben viel Covid-Fälle bei uns. Das sind ganz feine, das ist süße Kokosmilch mit so Glibberzeug, mit so Tapioca-Sachen und so. Extrem fein. Süße Frucht, aber extrem fein so aus dessen. Ah, falls ihr noch etwas Scharfes wollt, haben wir hier noch von Paprika, Knoblauch, überall alles. Geröchneter Fisch. Ah, die sind noch fein da, die gerade hier, die Würste. Die Würste-Schnecken. Viele Leute kommen einfach das Nachkochen kaufen. Pomelo, frische Bananen aus dem eigenen Garten. Ah, da. Frische Ananas. Und Zuckerrohr. Ah, Honig, schau. Honig am Stück. Genau. Mit in der Wabe noch. Cool. Das ist fein. Das sieht aus wie Marzipan, aber ist auch nicht. Das Weisse, das ist doch Tofu. Nicht weiss, das farbige aussieht wie Gemüse. Frittierte Sachen sind immer sehr fein. Auch frittierte Bananen und so Sachen, extrem fein. Was der andere Dessert ist.
Oh, in diesen Bananenblättertrüegli ist Reis drin. Meistens Reis mit irgendetwas anderem noch drin. Manchmal ist es ein bisschen Poulet oder so. Ganz fein. Oh, was sind das? Süßkartoffeln. Sind das nicht Taro? Ah, das ist ja auch Taro. Das sind süße Töpfe. Vom Grill, die nimmt man vom Grill. Ach, die sind voll fein. Bananen. 10 Bot. Das sind was? 25, 30 Grad? Also. So eine Bombe. Das sind etwa. Auf dem Grab. Das sind etwa 10, 12 Stück drin. Ja, ja. Und die von den kleinen Süßen. Oh, die sind super. Oh, da, Jens, das ist im Meer. Ja, genau. Ah, das ist natürlich auch etwas. So in Reihe etc. findest du natürlich alles auch. Und da die haben jetzt ein bisschen verschiedene Sachen vom Garten. Oh, Kaktus. Darf ich auch kleine Kaktus? Genau, da hinten ist mein Waffen noch immer. Oder sind wir schon vorbei? Unterwäsche? Nein, nein. Ah, schau, da ist die Massage. Da ist der Massage. Das heisst, Hutti, da hinten schauen. Ah, man sieht nicht hinten. Da hinten dran ist mein Waffe. So. Dann ist der ist Massage. Ah, kann man da hinten? Ja, ja. Dann, hey, was ich glaube. Nein, das ist nicht gesehen. Drei Hemmli für drei Franken. Ah, okay. Ich habe gesehen, der Waffe verkauft noch ein Kleider am Wochenende. Ja! Mein Waffe gesehen. Ja, der fällt da. Ich bin darum umgelaufen und schaute, wo man rein kann. Und er hat er auch gestaunt. Genau. Oh, das haben sie auch sehr, sehr gerne, die frittierten Sachen, die sie vorher an diesen Steckchen haben. Da tust du einfach nach Steckchen zahlen. Da ist jedes Steckchen gleich teuer, egal was dran ist. Manchmal schon so solche Pilze, wie sie hier zum Beispiel sind. Also da schaust du einfach, wie viele Steckchen willst. Du kannst es selber auswählen und gehst vor Ort auf den Grill. Ah, das ist extrem fein. Die Sachen sind aber schon vorbereitet hier. Ah, die sind fein, die Bäueli. Avocado. Oh, Avocado, Mango. Sehr fein. Und der obligatorische Hummer. Was sie noch nicht alles aufgestellt haben, gehe ich nicht davon aus, dass sie tendenziell die Leute in am Abend erwarten. He? Das wäre ja schon alles aufgestellt. Also Snacks natürlich. Eben, so süße Sachen, die einem fast smooth zukleben, gibt es alles. Und du musst ja keine Bewegung haben oder so, du musst einfach Platz haben. Dann kannst du einfach mit deinem eigenen Tuch kommen oder mit deinem Holzgestell und kannst deine Sachen auslegen. Aus dem eigenen Garten und kannst sie hier verkaufen. Absolut kein Problem. Du musst keine Geschäftslizenz haben oder etwas so. Das gibt es nicht in Thailand. Also für grosse Geschäfte schon, aber nicht für so serige Verkäufe. Dann, ich verkaufe zum Beispiel hier noch ein Reis vom eigenen Reis offenbar. Eigene Reisfelder. Hemmli. Wir kaufen Kleider tendenziell bei den Supermärkten, aber auch nicht unbedingt im Supermarkt, sondern vor dem Supermarkt in diesen Läden. Die sehen ähnlich aus, sind einfach permanent, haben dort ein bisschen besseres Sortiment, haben also auch schöne Hemden, schöne Hosen und so weiter, Buntfaltenhosen. Und hier haben sie tendenziell mehr nur Freizeitsachen. So. Ja, Secondhand zum Teil. Ja, muss ein bisschen aufpassen, wenn man kauft. Oh, schau hier. Oh, das ist ein Bildspezialist. Er ist also ein bisschen niedrig, weil sie sind tendenziell klein gewachsen. Das heisst, Thailänder selber lachen ging, wenn ich den Kopf anschlage bei den Zelt hier. Aber ich merke es nicht immer. Vor allem, wenn ich Kappen anhabe, kommt es, wenn ich Chapeau anhabe. Ich sehe es manchmal nicht, oder merke es später, oder mal Tong. Oh, das gibt es so häufig, Glaserläden. Oh. Und da, diese Schüler. Also, wenn du als
wenn du weiblich geboren wirst in Thailand, dann ist, glaub, genetisch schon, wird dir schon eingeimpft oder kommst du so zur Welt, dass du musst eine Überdosis an Rosarot jeden Tag haben, das ist auch etwas nicht ironisch. Es ist extrem viel Rosarot. Also es gibt praktisch ausschließlich Räuschchen, Siderückchen, Prinzessinnenkostüm. Also als Mädchen, es ist unglaublich. Rosarot, Rosarot, Rosarot. Und als Giel findest du praktisch nur ein Superhelden-T-Shirt. Superman, Spider-Man, Superman, Batman. Genau, Avengers. Aber wahrscheinlich am häufigsten Spider-Man ist Nummer 1, Batman Nummer 2, Superman Nummer 3. Alles T-Shirt und Schuhe und Hosen und also unglaublich. So, jetzt sind wir schon durchgelaufen. Wie gesagt, wir haben eine gute Zeit verwünscht, es war noch ruhig, wir hatten nicht allzu viele Leute gehabt. Und es waren noch nicht alle Stände offen gewesen. Ich glaube, die wir jetzt gesehen haben, fahren, die gehen jetzt alle noch verkaufen. Die haben ja noch den Töff auch wahr. Wir laufen jetzt hier zurück in Richtung von unserem Haus. Hier haben wir einen schönen, kühlen Weg, wo links und rechts hohe Bäume sind. Ah, das seht ihr vielleicht gar nicht. Ja? Das will ich mal zeigen. Das ist schön da. Das sind Gärten, die zum Tempelgebiet gehören. Im Anschluss sind. Das ist normalerweise sehr friedlich. Ausser das Fahrer dürfen zum Merit oder zurück. Aber hier im angrenzenden Tempelgebiet haben wir einen kühlen und einen sehr ruhigen Ort. Dann nur ein paar Meter weiter hinten ist unser Stammbeizli, das ihr vielleicht auch schon gesehen habt auf einem Foto oder Film. Man tut ja häufig Titel brauchen für Leute. Also Titel in Bezug auf Familie. Bist du da? Bei uns ist ja das etwas verpönt, oder? Wenn man nicht verwandt ist, sich aber als Onkel oder Tante oder irgendwie so vorstellt, dann schaut man bei uns ein bisschen komisch, oder? Aber hier ist es absolut normal. Hier sagen wir jemandem, der etwas älter ist als mir, sprechen wir mit Tante an oder mit Mutter oder wie auch immer. Das ist relativ normal. Sie stellen sich auch selber vor oder reden von sich in der dritten Person als Mutter oder als Grossi oder als Tante. Das ist etwas absolut Normales. Man muss sich etwas daran gewöhnen. Ich muss sagen, mir hat es etwas Überwindung gekostet. Aber jetzt, wenn wir sagen, gehen wir zur Mäh, also gehen wir zur Mutter, dann meinen wir nicht unsere Mutter, dann meinen wir das Restaurant hier. Zu. Das im Moment zu hat. Logisch, ist wahrscheinlich wegen dem Merit. Mein Mann ist auch auf dem Merit und verkauft. Aber da, die haben feine, einfach Standard-Teiggerichte, die ganz fein sind. Und da, vis-à-vis, haben wir so einen Dümpel. Warum, von was, keine Ahnung. Ich muss euch hier baden. Oh, nicht? Mal, und jetzt wird es nicht süßer. Wow! Brutal. Okay. Ja, was man hier sieht, ist der Lebensstandard der normalen Thais. Das ist so dunkel, so einfach. So. Ja, und die haben quasi ihren Garten hier. Vis-à-vis an diesem Tümpel. Ja, der Lebensstandard von vielen Thais ist sehr, sehr einfach. Jetzt kommen wir wieder in unser Quartier rein, in das Quartier, wo wir wohnen, in das Quartier, das zu den besseren Quartieren gehört. Das siehst du auch schon an den Häusern, wenn du links und rechts schaust. Das ist ein markanter Unterschied zu dem, was wir vorhin gesehen haben. Das ist eine höhere Mittelklasse für Thailands Verhältnisse hier. Das ist angenehm, ja. Und das ist die Strasse, wo wir weiter vorne rechts wohnen, ist das Häuschen hier. Ah ja, da wird der Kleider werden getrocknet von uns. Das ist normal. Sockenwäsche. Ui, das wird. Wenn sie eine rote Nummernschilder hat, vielleicht habt ihr nicht geachtet, der grosse Offroader hat eine rote Nummernschilder gehabt. Das bedeutet, es ist ein neues Auto, wenn
wenn man das Auto neu kauft, neu einlöst, dann kann man die ersten, weiß gar nicht, 3 oder 4 Monate, kann man so ein Rotznummer haben. Ich weiß nicht, ob das ein Übergangsnummer ist oder was, aber es wird sehr stolz zur Schau getragen. Das bedeutet, ich habe mir ein neues Auto leisten, obwohl die meisten ja geleast sind oder auf Abzahlung hier in Thailand mittlerweile. Das war übrigens das, was zur Verbreitung der Autos geführt hat. Noch vor 10 Jahren hat es lange nicht so viele Autos in Thailand. Ich glaube, vor etwa 10 oder vor 12 Jahren haben sie die Gesetzesänderung gemacht, wo man einen Kredit aufnehmen für Auto. Und ab dann sind die Verkaufszahlen in den Himmel geschnellt. Und ab dann hat es Probleme gegeben, auch mit Verkehr, mit Stau etc. und das Ganze. Auch auf dem Land. In den Städten in Bangkok ist es schon immer gewesen, klar. Aber ab dann hat man auf dem Land Probleme bekommen. Und die Strassen sind ja eigentlich gar nicht ausgelegt für so viel oder für so grosse Auto. Hier in dieser Strasse haben sie erstmal neu gemacht. Wie man sieht, es ist sehr neu, sehr ruhig, sehr super. Aber sie hat auch nicht lange. Es hat ja keine wirkliche Grundlage, sie haben einfach drüber geteert. Voilà. Und logischerweise, so unstabil oder so schwach wie der Untergrund ist, überdreht sich nachher auf den Teer, der oben drauf liegt. Da geht es nicht lang, bis sie hier auch wieder Löcher drin sind. Aber naja, das ist einfach ihre Art. Einfach mal drüber malen oder drüber teeren oder was auch immer. Voilà. Ja, übrigens, wo man noch nicht lange so viele Autos hat, ist auch das Autofahren entsprechend schlecht. Also Kenntnis, die Übung, das Vorausschauen fehlt, das Verständnis für Verkehrsfluss fehlt. Ja, ich würde mal sagen, Fahrlehrer in der Schweiz würde sich auch besinnen, wenn ihr hierher müsste. Unser Auto hat auch schon saubere Tage gesehen. Wir reden schon lange, wir wollen es waschen, aber wir haben es immer noch nicht gemacht. Das ist das nächste zum Morgen schon gleich. Das ist Papaya hier. Ja, wir machen jetzt nicht noch einen Rundgang durch den Garten. Ich glaube, der Rundgang über den Merit hat gelenkt. Aber das ist einfach so ein kleiner Eindruck vom Samstag, Merit, von Viampapau. Du hast dich noch kurz winken? Kurz winken. Sehr gut. Servus!